am 5. Juli 2018 im Alter der 92 Jahre in Paris, Frankreich, starb Herr Claude Lanzmann, ein französischer Regisseur von Dokumentarfilmen sowie bei einem Film als Produzent tätig. Er war im November 1925 in Bois-Colombes, Frankreich, geboren. Er war Herausgeber des von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir gegründeten Magazins L'État moderne oder die moderne Zeiten. Große Bekanntheit erreichte sein preisgekrönter Holocaust-Dokumentarfilm Shoah von 1985. Er wurde als Sohn eines Dekorateurs und einer Antiquitätenspezialistin geboren und war Enkel jüdischer Immigranten aus Osteuropa. Als Schüler des Lycée Condorcet nahm er wahr, wie der Antisemitismus immer mehr um sich griff. Im Jahr 1940 nahm sein in der Résistance engagierter Vater ihn, seinen jüngeren Bruder Jacques und seine Schwester mit in die Auvergne, wo er die Kinder zu Misstrauen und aktivem Pessimismus anhielt und ihnen beibrachte, sich auffällig in Sicherheit zu bringen. Claude Lanzmann organisierte seinerseits als 18-jähriger Schüler den Widerstand im Lycée Blaise Pascal in Clermont-Ferrand im 1943 und nahm an mehreren Partisanenkämpfen teil. La Margeride, Montmouchet im Cantal und in der Haute-Loire durch Angriffe auf die deutsche Besatzungsarmee aus dem Hinterhalt. Nach dem Krieg studierte er ab 1947 in Tübingen Philosophie und arbeitete von 1948 bis 1949 als Lektor an der Freien Universität Berlin. Außerdem leitete er das neu gegründete französische Kulturzentrum. Lanzmann gehörte zum Freundeskreis von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Mit Simone de Beauvoir unterhielt er ab 1952 eine 6 oder 7 Jahre dauernde Liebesbeziehung und blieb ihr bis zu ihrem Tod freundschaftlich verbunden. Im Mai 1958 reiste er als einer der ersten Menschen aus dem Westen nach dem Koreakrieg beruflich nach Nordkorea. Bis 1970 widmete Claude Lanzmann sich hauptsächlich seiner journalistischen Tätigkeit und der Zeitschrift der L'État moderne. Seither wirkte er auch als Filmschaffender. In seinem ersten Film Pourquoi Israel oder Warum Israel im 1973 beschäftigte er sich mit der eigenen jüdischen Identität. Ein Jahr später nahm er die langwierige Arbeit an dem Dokumentarfilm Shoah im 1985 publiziert auf. Claudes jüngerer Bruder Jacques Lanzmann wurde als Texter der Chanson von Jacques Dutronc bekannt. Seine jüngere Schwester war die Schauspielerin Evelyn Rey. Im 1963 heiratete Claude in erster Ehe die französische Schauspielerin Judith Magro. Im 1971 heiratete er in zweiter Ehe die deutsche Schriftstellerin Angelika Schrobsdorf.
Im 1995 heiratete er Dominique Petitori. Der gemeinsame Sohn Felix starb am 13. Januar 2017 mit 23 Jahren an Krebs. Claude Lanzmann starb im Juli 2018 im Alter von 92 Jahren in Paris. Das bekannteste Werk Claude Lanzmanns ist der neunstündige Dokumentarfilm Shoah im 1985 über die Erinnerungen an den Holocaust. Darin werden ausschließlich Zeitzeugen interviewt. Es wird weder auf Archivbilder noch auf anderes Material zurückgegriffen. Diese Technik ist überraschend, wenn man bedenkt, dass es ihm mit dem Film gelang, den Ablauf der Massenmorde vor den Augen der Zuschauenden insgesamt nachvollziehbar werden zu lassen. Zu den interviewten Personen gehören auch Täter des Holocausts. Für Claude Lanzmanns epische Filmdokumentation Shoah las und kommentierte der amerikanische Historiker Raoul Hilberg Auszüge aus dem Tagebuch von Adam Tscherniakow, der bis zu seinem Suizid Vorsitzender des Judenrates des Warschauer Ghettos war. In der 2015 entstandenen Dokumentation Claude Lanzmann Spectres of the Shoah berichtete Lanzmann über seine Arbeit an Shoah. Seine Auszeichnungen inkluierte zum Beispiel Medaille de la Résistance im 1987, Adolf Grimme Preis mit Gold für Shoah, 2008 Großoffizier des Ordre National du Mérite, Ehrendoktorwürde der Philosophie der Hebräischen Universität Jerusalem, im 2011 Großoffizier der Ehrenlegion und Ehrendoktorwürde der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern und im 2013 Goldener Ehrenbär für sein Lebenswerk.